Kurzes Interview. Wenn Marc nicht das Rampenlicht haben will, dann. Vor allem jetzt sind auch richtig viele im Chat. Also das ja, geil. Finals haben sich auch sehr viele Leute gegeben. Schön mit dem Verlierer reden. Und die, das sind, jetzt alle auch, die sind jetzt alle auch sehr interessiert daran, was du zu erzählen hast. Ja, erzähl doch mal, wieso hast du dich entschieden, erst Palo zu gehen? Also ich hab. Die Musik gerade war sehr laut. Ich hab überlegt halt den ganzen Tag, weil. Ich hab hier Palo nur auf Weeklies. Ich hab halt noch nie auf nämlich Weekly gespielt. Und ich dachte so, hey komm, ist NIZ. Ich hab heute auch Dr. Mario gespielt. Dann kann ich auch eigentlich mal Palo probieren. Und das Matchup ist eigentlich besser. Aber ich hab mit beiden Chancen Probleme. Ich kann halt nicht das Game closen irgendwie. Ja. Also ich denke, ich hab ein Stock-Lead oder ich hab ein Prozent-Lead. Alles ist fein. Da mache ich immer denselben Fehler. Ich fange an zu approachen. Das Ende ist halt ja, jemand. Okay. Den darfst du nicht approachen. Vor allem nicht. Der wartet halt da, sehen, der steht in der Center-Stage. Ja, er kann das echt extrem gut. Genau, du kannst halt dafür zu punishen. Kann ich was trinken nebenbei, ein bisschen was essen, dann wird da stehen und nichts machen. Und das ist halt für mich immer hart, einfach da ihn zu contesten, weil ich will reinmashen, ich will Knöpfe drücken und ich will halt nicht warten. Ja. Und das ist halt bei beiden das Problem einfach gewesen, beim Charakter, dass ich einfach zu ja, das glaube ich. Generell, mir ist wieder aufgefallen, ich complete halt viel zu selten, ich habe gar keine Ruhe im Bracket. Das sind halt so Kleinigkeiten und dass ich dann anscheinend nicht die ein kann. Das alles zusammen ist. Also ich habe jetzt nur die eine Dash-Attack, hast du nicht richtig die Eid, sonst ist mir nicht so viel aufgefallen. Ich habe im Winners Final habe ich näher Abwehr falsch die Eid, ich habe Dash-Attack falsch die Eid, ich habe Abwehr falsch die Eid. So, das sind alles so, es gibt halt Closer und es gibt Joker und ja. Ich bin kein Closer anscheinend. Aber sonst bin ich eigentlich zufrieden. Ja, ich würde gerne noch eine EZ dieses Jahr gewinnen. Nächstes Mal dann halt. Ja, es gibt nur noch einmal dieses Jahr, glaube ich. Ja, dann packt es auch wieder ein bisschen. Das und ist die letzte Chance. Aber ich glaube, 11.12. Genau. Kommt alle ran, Leute. Genau, 11.12. am Sonntag. Ich habe auch gehört, Featuring paar Special Guests vielleicht. Wer weiß. Ja, vielleicht wieder Hope. Ja. Oh, wer ist das denn nur, dieser Hope? Ja, das ist die Nummer 1 in Dänemark. Moment. Sehr komisch. Wild. Es gibt auch ein paar Zuschauerfragen, die sind nur alle nicht so ernst gemeint, glaube ich. Zum Beispiel, hey Niklas, wie schaffst du es so schön zu sein? Das war jetzt, glaube ich, aber an mich gerichtet, weil ich heiße ja auch Niklas. Genau. Ja, also aber Wob zum Beispiel hat geschrieben, Niklas, wieso struggles du so mit Comebacks vom Gegner? Weiß genau. Jetzt nicht, ob das eine rhetorische Frage ist. Kannst du ja mal drauf eingehen. Also man klar sagt, dann sagt immer, das Spiel ist halt Momentum Heavy, das ist bla bla bla, ist ja normales Gelaber. Alles beantwortet schon, hast du quasi, schreibt Wob. Ja, also, ja genau, ja, auch quasi das, aber auch, gesagt, ja. Ich werde unruhig in letzten Stocks immer. Und so, es gibt Charaktere oder Spieler, RVSN, die abusen das halt, wenn man unruhig ist, viel härter. Und ich verliere einfach die Geduld. Wenn ich so ein Tick geduldiger wäre und Bracket-Nerven hätte und gut geschlafen hätte und nicht lange hergefahren wäre, ich habe noch ein paar mehr Johns vielleicht. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der nicht so gut schläft vor NEZ. Ja, aber also ich bin morgens immer sehr müde, wenn ja, ich hier normal, ankomme. Das ist schon. Das ist jeder, also sind wir ehrlich, das sind keine Johns. Ja, eben, also manchmal sage ich das so als preemptive John, ja, ich bin so müde und dann kommt eigentlich immer die Antwort zurück, ja, ich auch. So. Und das glaube ich dann aber auch, also genau. Ich habe es nicht ausgedacht. Ja, nee. Aber ich muss auch ein bisschen mehr. Ich spiele halt viel so gegen diese Mid-High-Level-Spieler, weil ich muss viel, viel mehr gegen diese High-Top-Level-Spieler spielen. Weil solche SDN, da kann ich nicht zum fünften Mal einfach full-up näher machen. Das klappt leider nicht. Da muss ich adaptieren, ein bisschen auf ihn achten. Das ist ein bisschen mein Problem, dass ich einfach teilweise zu sehr in mein Vibe drinne bin und ich mache so meine Sachen. Aber ich muss einfach mehr darauf achten, was die Gegner machen, mehr adaptieren, was das angeht. Dann läuft es eigentlich auch. Und ich muss nicht gegen SDN spielen dann. Ja. Läuft es vielleicht auch besser. Es gibt noch eine Zuschauerfrage, wie viele Leute sind bisher bei Arcadia angemeldet? Arcadia, man sagt Arcadia Smash 4, das von 5. bis zum 7. März stattfindet. Wir haben bisher, ich glaube, 120 Anmeldungen. Jetzt wirst du gleich gemutet, so, weil du die Konkurrenz bewirbst. Nein, Smash ist ja eine Community, wir schützen uns alle ja, und Support. Das habe ich auch schon bemerkt. Das ist ja alles kein Problem. Ich habe gehört, Arcadia ist aber ziemlich cool. Und ja, das ist tatsächlich, sagen alle eigentlich so, die beste Turnierreihe, die es in Deutschland gibt. Oha. Eventuell sogar auf der Welt. Ich war jetzt noch nicht in Amerika auf Turnieren, die sollen auch ganz cool also ich sein. Ich würde sogar sagen, in der Milchstraße, wenn wir schon auf die Welt haben, von die ganze Galaxie. Ja, okay, eigentlich im gesamten Multiversum. Genau, kann man schon sagen, eigentlich, finde ich, ohne ja, nicht ich zu sehr auch, selbst überzeugt ohne zu sein. Ohne jetzt die Paralleluniversen überhaupt zu kennen und wie gut das da ist, können wir schon sagen, dass uns das besser ist. Auf jeden Fall. Nee, also ich war halt auch schon auf VCA, das war halt auch sehr nice, aber KDS Smash fand ich noch besser. Oha. Honestly. Also ich finde, das ist wirklich. Richtig geile Turnierreihe. Ja. Das Arcadia Smash 3 hat mir echt richtig gefallen. Und du meintest ja erst ab 5 wird es so richtig gut. Ja. Also da, oder was heißt so richtig gut? Es wird nochmal besser. Also wir, natürlich ist es immer so, als CEO ist man eh mal, ich bin ja hauptsächlich CEO, keine Tandy, ich habe immer andere Sichten auf Turniere. Und als CEO ist halt immer so, du siehst eine Kleinigkeit und denkst, das geht besser und das geht besser und das geht besser. Und du willst immer da nach oben pushen, soweit es eben geht. Man ist einfach sehr perfektionistisch, was es angeht. Ich zumindest habe da mittlerweile so hohe Ansprüche an Events, ja. Dass ich nach jedem Event wirklich alle Umfragen auswerte, viel Feedback, wie man einfach nur kriegen kann.
Einfach, ja. Also klar. Das zahlt sich halt aus, dadurch sind die Events dann halt insane genau. gut, so dadurch, dass du so viel Herzblut genau. da rein tust, das merken halt auch alle. So. Deswegen wurdest du dann auch am Ende angefeuert. Nach den Grands sind nicht nur der Sieger angefeuert, sondern ja. auch du. Aber ich sehe, da steht doch jemand im Gang, zwar SDN. Vielleicht will jetzt der noch ein Interview geben, nachdem ich eins gegeben habe. Nee, er will nie ein Interview geben. Will er nie? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er keins geben will. Schade, Versuch was wert. Er wirkt etwas schüchtern und ruhig auf mich. Ist auch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall, also... Das ist laut und nervig. Dann aber sagen, das ist ja auch keiner. Ich muss sagen, in der Smash-Community mag ich irgendwie alle. Ja, sind alles mal cool. Zumindest aber offline. Ich glaube, wir haben genug geredet. Offline sowieso. Das stimmt. Weil offline ich muss erstmal noch jetzt Double Tuners Finals spielen. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Stream, Leute. Und ja. dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Nochmal bei euch, denkt und gebt euch die Worts. NDZ lohnt sich immer. Kommt her. 11.12. in Kiel, an einem Sonntag sogar dieses Mal. Vielleicht hoffe ich noch mehr Leute. Wir würden kommt uns alle freuen. Ran. Und okay, der Smash 4 lohnt sich auch. 5. Geht einfach zu allen Events, die es gibt. Das ja, geht einfach zu allen Events. Das ist der beste Tipp, den wir euch geben können. Wenn ihr genug Geld habt dafür. Ciao. Okay, haut rein. Tschüss.